Mit außergewöhnlichen Menschenkindern geht es weiter. Die Rockabilly-Bewegung litt jahrelang unter Nachwuchsmangel. Die meisten Spitzschuhträger waren schon älteren Semesters und wirkten irgendwie hängen geblieben. Jetzt bekommen sie Verstärkung von Neubillys aus dem ganzen Land, die unerfindlicherweise plötzlich die Musik und die Klamotten ihrer Eltern entdecken. Kai Meseberg über das Revival des Revivals. Rock-a-Tiki ist die Berliner Anlaufstelle für Rock'n'Roller. Und das, obwohl die Vollblut-Rockabillys Annika und Alex den Laden erst vor 6 Monaten eröffnet haben. Ihr Berufsethos ist der Wille zu absoluter Originalität. Der Kundenkreis wächst mit dem Revival der 50er Jahre rapide. Die Kids lechzen nach fundierter Beratung. Von der Pomade bis zu den richtigen Biker-Boots. Der gemeine Rock'n'Roller an sich ist schon ein sehr modebewusst. Also modebewusst jetzt nicht in dem, was gerade modern ist, sondern bewusster Mensch in dem, was er anzieht, wie er sich kleidet. Es geht bis dahin, dass es halt Leute gibt, die ziehen halt bloß Klamotten an aus der Zeit. Denn mangels Angebot an Frauenkleidern näht Annika selbst. An der Mode der 50er reizt sie vor allem die strikte Geschlechtertrennung. Männer laufen dann spezifisch rum und Frauen laufen dann spezifisch rum. Also man ist sehr weiblich als Frau und man ist sehr männlich als Mann. Also das finde ich halt auch sehr angenehm, weil das ja doch sehr in dieser androgyne Schiene lief, so in allen anderen Moderichtungen. Inzwischen läuft auch der Mann der Männer wieder auf allen Kanälen. Auch im aktuellen Clip der Band Texas steht Elvis auf der Bühne. Nur Insider erkennen Sängerin Charlene Spiteri in dem Outfit. Und zur Verzückung unzähliger Fans kommt endlich mal wieder eine neue Elvis-Doku in die Kinos. Im Juli läuft der Film Elvis, That's the Way It Is an. Schwerpunkt ist das Comeback in den 70ern. Mit dem Comeback des Rock and Roll taucht eine totgeglaubte Spezies wieder auf, die Rockabillys. Lange liefen nur ewig gestrige Frührentner mit Tolle und Hochwasserhosen herum. Jetzt entdecken 20-Jährige die 50er wieder. Tino ist Rockabilly aus Überzeugung. Der Zivildienstleistende findet in der Welt von James Dean und Bill Haley Nestwärme. Er will halt diese alte, stampfende Musik haben oder so, die halt noch wie so noch Gefühl, Leid und Liebe noch miteinander verbindet. Und nicht irgendwie jetzt in Techno-Schuppen geht oröso und dann sich zudröhnen lässt und die halt unpersönlich ist, sondern es ist noch miteinander unter den Leuten. Seine Wohnung hat er stilecht mit einer Musicbox und dem Modell seines original 59er Chevrolet Biscayne drapiert. Das Jahrzehnt der Rundungen ist Tinos Lebensinhalt. Man trifft sich mit Leuten, die so gekleidet sind. Man geht abends weg auf Rock'n'Roll-Konzerten und es sind halt auch viele Rockabillys und Rock'n'Roll halt. Und das schafft ja schon irgendwie dann, man baut sich dann schon eigentlich eine eigene Welt auf. Dass man da halt wirklich sein Leben da so leben kann drin, den Rock'n'Roll leben kann. Die Modepresse greift die 50s auf ihre Art auf und verwurstet sie mit dem Punk-Revival. Eine eigenwillige Mischung, dennoch die Frisuren rocken und die Röcke hüpfen wieder.